Ja, aber schöne guten Morgen, meine Meisters und Meisterinnen, und was geht, Kryptogang, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Die Federal Reserve, liebe Freunde, also die amerikanische Zentralbank und damit natürlich der wichtigste Währungshüter unserer Welt, die wir so kennen und die wir so benutzen, hat gestern wieder einen Zinsentscheid abgehalten und dabei wurden die Zinsen wieder angehoben. Was das für uns bedeutet und warum ich euch sage, dass Bitcoin jetzt genau deswegen sinken und korrigieren wird, das erfahrt ihr unter anderem in diesem Video. Dann haben wir was Krasses zu Ripple. Denn, oder warte mal, vielleicht doch gar nicht so krass. Wir gucken uns die Geschichte gemeinsam an, liebe Freunde. Und ja, wir sprechen halt ein bisschen miteinander. Ich würde sagen, die ganze Sache ist wie immer kein langes Geschnacke, Kopf im Nacken. Wir starten nach dem Intro. Viel Spaß. Ja, Mann, ey. Hello, Crypto Gang. Greeting from Savox. Liebe Gang, ihr wisst es ja mittlerweile und alle, die neu da sind, die werden es jetzt erfahren. Ich bin absolut kein Freund von langen Ausführungen und davon, alles immer verkomplizieren zu müssen. Thema Zinsentscheid und was das bedeutet, warum ich glaube, Bitcoin sinkt jetzt deswegen. Wenn ihr euch aktuelle Videos zu dem Thema anguckt, gehen die 18 Minuten oder länger, vielfach bla 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 und viel drumrum und am Ende versteht man irgendwie nur Bahnhof. Wir machen das wie immer schnell und einfach, weil so kompliziert ist das nicht. Passt auf, Freunde, Bitcoin wird jetzt sinken. Logische Schlussfolgerung meinerseits. Der Leitzins wurde, wie gesagt, wie wir hier sehen im Dokument, um weitere 25 Basispunkte angehoben. Wer nicht weiß, was das bedeutet, scheiß drauf, müsst ihr nicht verstehen. Wir müssen nur wissen, dass das bedeutet, der US-Dollar wird dadurch gestärkt. Das wiederum bedeutet, der US-Dollar-Index steigt. Für uns wichtig zu wissen ist jetzt an der Stelle eigentlich nur, dass der Bitcoin immer und eigentlich ohne jegliche Ausnahme zum Dollar-Index antikorreliert. Das heißt, er bewegt sich immer in entgegengesetzte Richtung zum Dollarkurs. Ergo, Bitcoin wird das auch dieses Mal vermutlich tun. Fertig! Mehr gibt es dazu tatsächlich nicht zu erzählen, oder? Warum denn alles immer so kompliziert, liebe Freunde? Bitcoin drauf hier. Also nochmal klar und deutlich, falls jemand nicht mitgekommen ist. Zinsen wurden, wie gesagt, angehoben. Dollar wird dadurch gestärkt, das ist die Rechnung. Plus, demnach steigt natürlich der Dollar-Index und demnach sinkt Bitcoin, weil er im Prinzip immer antikorreliert. Was ich sagen will, liebe Freunde, gerade ist vielleicht nicht unbedingt der beste Zeitpunkt, um irgendwie in mittelfristige oder langfristige Long Trades einzusteigen. Obwohl, langfristig natürlich, kommt dann auf den Hebel an. Also jetzt gerade nicht mit viel Margin oder Leverage in kurzfristige Long Trades einsteigen. Das wäre so mein Advice an der Stelle. Aber natürlich bin ich kein Maestro oder Nostradamus, keine Anlageberatung. Ihr wisst aber Bescheid, liebe Freunde. Meine Meinung, Thema abgehakt. Dann, passt auf, Ripple XRP. Ich checke heute Morgen Twitter und sowas und da geht wirklich die Post ab, sage ich euch. Der Hashtag XRP Ledger, der trendet sogar. Alle posten es, Wahnsinn, und auch Ripple gibt es offiziell bekannt, wie wir hier sehen. Die Republik Palau startet mit Ripple zusammen ein offizielles Pilotprojekt, wo der US-Dollar gestützte Stablecoin von denen jetzt teilweise über den XRP Ledger abgewickelt wird. Wow, coole Sache. Aber ganz ehrlich, das Erste, was ich mich so gefragt habe, ist, was zur Hölle ist Palau, Digga? Habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Liebe Freunde, die Republik Palau ist eine Inselgruppe, die zu Mikronesien gehört, was ich ebenso noch nie zuvor in meinem Leben gehört habe, und beherbergt ganze, und jetzt aufgepasst, festhalten, imposante 17.600 Menschen. Es ist wirklich bahnbrechend. Wollte nur mal anmerken, dass Wanne Eickel mehr Einwohner hat. Aber gut, hier täuscht vielleicht aber der erste Eindruck, wenn wir mal ein bisschen so drüber nachdenken, liebe Freunde, denn das Krasse ist eigentlich nicht, mit wem sie es machen oder mit wie vielen sie es machen, sondern dass sie das machen. Mit wem sie es machen, könnte ja eigentlich völlig Ritze sein. Ich meine, es ist ja auch Ritze, es ist Palau, aber es kommt darauf an, dass die das machen, denn das Ganze ist sowas wie eine Generalprobe, ob eine Abwicklung von CBDCs über den XRP Ledger alltagtauglich ist und ob Ripple wirklich technisch das hält, was sie versprechen. Also im Praxistest, ob wir dann wirklich nahezu kostenfreie Fees haben etc., die Sicherheit wird das gewährleistet, der Durchsatz ist der wirklich so schnell, wie man annimmt, und auf die Geschichte werden wirklich, wirklich große Augen gerichtet sein. Und Ripple kann sich demnach unter Beweis stellen. Das einzige Problem, was ich hier sehe und was ich damit habe, okay, ist die Relevanz des Ergebnisses am Ende, weil
Freunde, wie aussagekräftig kann das Ganze hier wirklich sein? Denn wir gucken uns mal ein paar Fakten an. Ripple, wissen wir alle, ist ein innovatives Zahlungsnetzwerk und das Ziel ist es ja, Zahlungsabwickler zu sein. Am besten dann auch noch mit so vielen Marktanteilen wie möglich. Und dafür muss und möchte man natürlich Marktanteile haben, die am besten dann auch noch vom Marktführer am Ende. Und das ist aktuell Swift, also der Marktführer. Soweit, so gut. Man will und braucht also im besten Fall Marktanteile von Swift. So, bei Swift, meinem Rusbert Activated, Freunde, wissen wir, die haben so Pi mal Daumen einen täglichen Durchsatz von um die 5 Billionen US-Dollar am Tag. Täglich. 5 Billionen am Tag. Nicht Milliarden, Billionen. Klingt also richtig nach Kingshit, ne? Ist es auch. Ist ganz viel Geld, ganz viel Durchsatz. Es wäre also in Ripples Fall oder für uns etc., die die Augen darauf gerichtet haben, eigentlich cool zu erfahren und zu wissen, wenigstens so eine Tendenz, ob Ripple dazu imstande wäre, über den XRP Ledger und eben über die Brückenwährung XRP, selbst wenn man es realistisch sehen will, ob die in der Lage sind, verlässlich nur einen gewissen Teil vom Durchsatz von Swift auch abzuwickeln, ob das dann alles reibungslos funktioniert und so. 15%, 10%, meinetwegen nur 5%, keine Ahnung. Jetzt macht man diese Generalprobe sozusagen mit der Republik Palau und aufgepasst, liebe Freunde, die haben ein Bruttoinlandsprodukt von 217 Millionen Dollar im Jahr, Tendenz sinkend. Brechen wir das jetzt auf einen Durchsatz am Tag runter, sind das aufgerundet, wohlgemerkt, 600.000 Dollar am Tag. Swift, nochmal, die setzen am Tag 5 Billionen um. Ripple muss als Generalprobe jetzt 600.000 durchsetzen. Da herrscht eine gewisse Irrelevanz, habe ich das Gefühl, oder? Meine Frage wäre da jetzt echt, ob das überhaupt ein valides Ergebnis am Ende bringen kann, weil so, hä? Ich denke, keiner zweifelt oder hat überhaupt daran gezweifelt, ob Ripple imstande ist, 600.000 durchzusetzen. Natürlich. Wo ist so irgendwie der Punkt, auf den man jetzt hinaus möchte, frage ich mich. Verstehe ich alles nicht ganz. Das hat einfach irgendwie komplett keine Relevanz in meinen Augen. Und ich verstehe nicht, warum alle da so brutal drauf abgehen und das so anpreisen, als wäre das jetzt voll das große Ding. So, weil wenn irgendjemand glaubt, wegen der Geschichte wird sich auch nur einen Millimeter am Kurs etwas tun, sorry Freunde, wird es nicht. Was sind 600.000 am Tag? Alleine das nur kryptobezogene Handelsvolumen von XRP liegt bei zwischen 600 und 700 Millionen am Tag. Ich verstehe die ganze Geschichte ehrlich gesagt nicht so ganz. Twitter hat aber, wie wir wissen, immer so seine eigene Logik und macht aus sehr kleinen Dingen oft sehr, sehr viel. Ihr wisst aber schon mal Bescheid, liebe Freunde, krasse News an der Stelle. Ripple testet jetzt mit der sehr relevanten und riesigen Republik Palau, wie gut ihr Zahlungsnetzwerk im Alltag funktioniert. Okay. Und ich weiß, da wird Response in den Kommentaren kommen. Mir ist schon bewusst, es geht auch generell darum zu testen, wie läuft das überhaupt mit CBDCs. Also da ist ja, es geht ja jetzt nicht nur um Geld an sich, sondern Palau hat einen Stablecoin. Das ist schon mal eine Besonderheit an sich. Die ist mit dem US-Dollar tatsächlich gebackt 1:1. Und das Ganze jetzt technisch über Ripple abzuwickeln. Es kann auch sein, dass es da gar nicht darum geht zu gucken, wie viel Durchsatz könnt ihr da durchschießen. Trotzdem bleibe ich dabei. Ich finde, da muss trotzdem irgendwo eine halbwegs echt gedachte Relevanz bei sein. Und 600.000 Dollar am Tag, ob jetzt über Stablecoin oder über Fiat, völlig Latte eigentlich, ja. Wir gucken mal, wo uns die ganze Geschichte hinführt, liebe Freunde. So, haben wir denn noch was Interessantes heute? Weil ich will euch ja nie lange auf den Sack gehen. Wie diese Frau Hitman-Scammer reinfiel, das juckt mich gar nicht. Steckt Lazarus hinter dem Angriff auf CoinsPad? Das ist ja schon eine Fragestellung, das heißt, sie wissen es selber nicht. So, SEC verklagt mal wieder irgendwas anderes. SEC verklagt QuantStamp, müssen wir uns auch nicht angucken, bin ich euch auch ehrlich. Interessiert mich nicht. Federal Reserve, das hatten wir. Optimism, Widerstandsbereich. Ich bin kein Chartanalyst, juckt mich auch nicht. Der Indische Ozean im Winter mit AIDA zur sonnigen Traumziehen. Was soll das jetzt auf einer Krypto-Plattform? Okay, liebe Freunde, wir haben also anscheinend nicht mehr viel. Was ich dann an der Stelle vielleicht noch darauf hindeuten möchte, ist am 19. August, liebe Freunde, hatten wir auf Instagram schon ganz viel drüber gesprochen, findet wieder ein TMNG-Event statt, wo ich euch natürlich herzlich einlade mitzukommen. Wir sind nämlich im Europapark im Erlebnisresort und es gibt natürlich auch ein paar
ja, ich sag mal, geile Sachen zu gewinnen. Zum Beispiel eine exklusive Made in Switzerland Uhr im Wert von 1600 Dollar von TMN Global. Die ist zu verlosen. Unter den Leuten, die ein VIP-Ticket haben, werden 5 maßgeschneiderte Uhren dieses Typs verlost. Und generell ist es ja auch gut, Freunde, dass wir alle da sind und nochmal uns alle sehen. Denn beispielsweise Jay ist da, Kryptolia ist da, ich bin da, noch andere sind da, meine ganze Gang ist da, mein Bruder etc. Wir sind dann alle da, verbringen im Europapark einen geilen Tag und haben auch noch Informationen, denn ich wiederhole es nochmal, liebe Freunde, der Edelmetallmarkt ist vor allem zu jetzigen Zeiten, ja, wirklich eine ganz interessante Geschichte auf Long Term. Und da sind wir sehr, sehr früh dran, denn fast niemand hat das auf dem Schirm. Punkt. TMNG schlägt die Brücke zu kryptobezogenen Investments in Edelmetallen, macht da eine riesige Tür auf. Es ist wirklich der Wahnsinn und es ist es wert, sich darüber zu informieren. Ich würde euch da gerne sehen. Tickets habt ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Da auf den Link klicken, dann kommt ihr zu Tickets. Wenn euch das interessiert, wenn nicht, dann haltet euch einfach davon fern und klickt nicht auf den Link. Aber alle, die Bock haben mit uns, Europapark, ein bisschen wiggeln, geile Informationen über ein sehr schönes Kryptoprojekt, Edelmetallbezogen, super heftiger Zukunftsmarkt. Dann, liebe Freunde, sehen wir uns im Europapark am 19.8. Darauf wollte ich euch hinweisen. Ich werde euch aber auf jeden Fall auch nochmal die Tage daran erinnern etc. Ist jetzt auch noch ein bisschen Zeit. Nur ihr wisst schon mal Bescheid. Wenn ihr da Spaß dran habt, ich würde mich freuen, euch alle zu sehen. Und damit, ja, ich würde schon gar nicht lange schnacken, sind wir heute auch schon wieder durch. Ihr habt gesehen, newstechnisch ist jetzt nicht wirklich so viel los. Muss ich jetzt nicht das ganze Video hier in die Länge ziehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, wenn es wieder irgendwas Relevantes gibt. Ansonsten sehen wir uns auf Insta. Ich würde sagen, ich küsse alle eure Nacken. Macht euch einen schönen Tag. Ich bin weg. Reingehauen.